Dieses Video möchte ich euch mal meine YouTube Analytics zeigen. Und man sieht ja hier, mein Kanal erstellt am 15. September 2013, also jetzt knapp ein Jahr her, 194 Videos und 9691 Aufrufe insgesamt. Man sieht hier, als Übersichtsbildschirm steht hier in den letzten 28 Tage vom 22. Juli 2014 bis 18. August 2014. Und hier die Likes und Aufrufe. Da sieht man auch die Zahl, also 2464 Aufrufe, das ist 2,92% rückgegangen, also zurückgegangen. Da sieht man hier zum Beispiel auch die Wiedergabezeit in Minuten hier auch ein Rückgang und die Abonnenten ist ebenfalls ein Rückgang. Weil da steht immer die prozentualen Zeitraum oder im Vergleich zum vorigen Zeitraum vom 24. Juni bis 21. Juli. Dann mal so verglichen. Dann steht hier noch Interaktion, da sieht man hier auch positive Bewertungen. Da ist ein Rückgang, was ich natürlich nicht so schön finde. Was ich eigentlich nicht so schön finde, vor allem, dass hier die negativen Bewertungen deutlich zugenommen haben. Also auf einmal diese Spitze. Man kann ja auch ebenfalls genau draufklicken. Da sieht man plötzlich hier 5 an einem Tag. 2, 3, 5. Also hier, das ist das neue Rekord, glaube ich. Also wenn ich jetzt ich glaube jetzt zum Beispiel die negativen Bewertungen kann man auch Zeitung seit Erstellung anklicken. Dauert so ein bisschen. Jetzt hat er. Das ist also der Tag vorgestern. Es gab die meisten negativen Bewertungen. Ich weiß auch nicht, wo sie herkommen. Da sieht man hier auch positive Bewertungen sind hier auch noch aufgelistet. Da sind hier die negativen Bewertungen aufgelistet. Interaktion insgesamt. Jetzt habe ich dann kann ja auch zum Beispiel auswählen, dieses Quartal, das dritte Quartal, das ist ja seit Juli, 1. Juli bis 18. August, das ist ja wenn das laufende Quartal, das ist natürlich auch hier die ganzen Videos, positive Wertung links, rechts negative und Interaktion insgesamt, da steht ja das Engagement gesamt, positive, negative Wertungen, die hinzugefügten und entfernten Favoriten geteilten Inhalte sowie gepostete Kommentare für den ausgewählten Inhalt und den ausgewählten Zeitraum. Das ist ja erstmal für ein Quartal, man kann das ja auch manuell einstellen. Ich sag mal, wir jetzt vom 18. Juni bis 18. August, also noch letzten 60 Tage sozusagen, ungefähr letzten 2 Monate. Da sieht man hier jetzt negative Bewertungen. Da sieht man einige Tage nichts, dann kommt mal so eine, und dann habe ich immer so einige. Und jetzt auf einmal nimmt es deutlich zu, was ich natürlich nicht so schön finde. Die sollten nämlich eigentlich wieder abnehmen. Bei positiven Bewertungen ist ein bisschen mehr, aber da ist insgesamt wieder ein Rückgang. Deswegen stand da ja auch, wenn man darauf klickt, dann kommt man auf seinen Kanal. Und zur Übersicht muss man einfach da wieder auf Übersicht klicken. Da steht vom 18. Juni bis 18. August eine deutliche Zunahme im Vergleich vom 17. April bis 17. Juni. Das ist immer der gleiche Zeitraum. Da sind immer deutliche Zunahmen. Da sind über 5 mal mehr. Da 300% mehr, 300% mehr. Da sind überall deutliche Zunahmen. Ups, da kommt gerade erstmal, ich habe ein Video gerade konvertiert und das werde ich heute auch noch hochladen. Das handelt um eine vollautomatische TNT-Kanone. Aber erstmal zurück zu den Analytics. Gehen wir jetzt wieder auf die letzten 30 Tage. Hier die letzten 30 Tage. Da sind, wie gesagt, die positiven Bewertungen nehmen da ja auch ab, die negativen dazu. Das ist ja schon quasi alles gesagt habe. Und da sieht man zum Beispiel Top 10 Videos. WM Orakel Deutschland gegen Brasilien. 193 Aufrufe. Und derzeit wurde eine positive Bewertung abgegeben. Insgesamt sind da 3 positive Bewertungen. Und dann sieht man hier Aufrufe in den letzten 30 Tagen, 193, das sind 7,4% aller Videoaufrufe von mir. Man denkt, 194 Videos und ich lade eigentlich jeden Tag Videos hoch. Manchmal kommen Tage ohne Videos, aber ich sollte eigentlich jeden Tag ein Video, mindestens einer erscheinen. Und dann taucht dieses Video, Silvester im Fernsehen, hat die meisten Aufrufe von mir insgesamt. Aber das ist im Moment nur Platz 2. Und vorher war mal eine ganze Weile das Deutschland gegen Argentinien erster, aber ist jetzt auch nur auf Platz 5 zurückgegangen.
Und da kommen so zwei Candy Crush Zeitraffer Videos. Ich habe ja insgesamt 30 solcher Videos. Und ich könnte vielleicht sonst immer jeden Tag, jeden oder einmal im Monat mal 20 solche Videos hochladen. Wenn ich mal an Anzahl Videos ein bisschen hochpushen kann. Vielleicht auch an Abonnenten durch dieses Candy Crush kriegen. Und dann kommt hier noch drunter Top-Länder. Deutschland, Vereinigte Staaten, Österreich, Hongkong und Vereinigtes Königreich, also England. Kann man auch noch natürlich draufklicken. 2606 Aufrufe, 2985 Wiedergabeminuten. Da wird es natürlich 2 Tage und eine Stunde ungefähr. Und da sieht man hier die Weltkarte. Dann kann man auf die Länder fahren. Hier USA 122, Kanada 13. Und dann natürlich Deutschland ist richtig rot, nein, nicht blau. Tschechische Republik hat 5 Aufrufe immerhin. 2177, das ist nicht jeder Aufruf auf Deutschland. Unten drunter kann man es noch ein bisschen detaillierter sehen. Da steht zum Beispiel Deutschland, also jetzt ist das ja nach Aufrufen sortiert. Deutschland hat die meisten Aufrufe. Dann kommt die USA, dann Österreich, dann Hongkong. Dass Hongkong hier kommt, mit 23 Aufrufen immerhin. Das ist zwar nur 0,9% aller Aufrufe, aber das ist immerhin was. Da kommt das Vereinigte Königreich, Frankreich und erst auf Platz 7 von Schweiz. Dass die USA jetzt auf 2 vorgerückt ist, liegt auch vielleicht daran, dass ich auch mal Videos auf Englisch mache. Deswegen ist jetzt die USA auf Platz 2 hochgekommen. Dabei kann man jetzt hier auch noch sortieren, wenn man draufklickt auf geschätzte Wiedergabezeit. Da ändern sich die Platzierungen noch ein wenig. Also die Schweiz rutscht weiter runter. Und Österreich rutscht auch runter. Dafür kommt Indonesien auf Platz 3, weil da diese enorme Wiedergabezeit in Minuten rauskommt. 5%. Weil nur 3 Aufrufen schon 5% Wiedergabezeit von mir. Das ist schon eine ganz schön satte Menge. Da steht durchschnittliche Wiedergabedauer, kann man auch noch anklicken. Da sieht man hier auf Platz 1 aus Indonesien. Bei 3 Aufrufen 149 Wiedergabeminuten, das ist schon ganz schön heftig, weil dass das jemand aus Indonesien kommt und Deutschland ist. Wo ist denn hier überhaupt Deutschland? Bei der durchschnittlichen Wiedergabezeit in Minuten. Deutschland, wo liegt das denn? Wollen wir natürlich noch weiter gucken. Deutschland liegt gerade mal auf Platz 26 bei der durchschnittlichen Wiedergabezeit. Was ist denn das mit dem wenigsten? Kann man natürlich hier 62 Länder und 62 Regionen. Hier steht am wenigsten Serbien, ein Aufruf und keine Wiedergabezeit. Der hat direkt wieder weggeklickt. Was ich natürlich nicht schön finde, aber Serbien, wer schaut sich sowas aus Deutschland an? Das ist natürlich ein bisschen international, will ich ja auch noch werden. Und die Aufrufe könnten gerne noch zunehmen. Man kann natürlich hier noch ein Video eingeben. Ich sag mal hier, WM-Orakel für Deutschland gegen Brasilien. Das ist so, letzten 30 Tage, das Video ist am 5. Juli erstellt worden. Das ist jetzt auch das mit dem Bericht zu aufrufen. Das sind ja hier die Aufrufe und Wiedergabezeitminuten. Und da liegt auf Platz 1 Brasilien. Deutschland kommt hier erst auf Platz 6 von 10. Aber dafür kommen die meisten Wiedergabeminuten aus Deutschland. 91% von diesem Video. Von den letzten 30 Tagen. Da sind ja 193 Aufrufe hier und hier steht alle Aufrufe 717. Kann man Zeitraum seit Erstellung, macht er dann hier 5. Juli rein. Da sind 717 Aufrufe. Da ist Deutschland immerhin auf Platz 6, immer noch. Aber 93% Aufrufe und 93% Wiedergabeminuten. Immer etwas mehr als eine Minute. Und das ist jetzt immer noch nach durchschnittlicher Wiedergabedauer sortiert, deswegen Bosnien auf Platz 1 und nicht da, aber geschätzte Wiedergabezeit Minuten, dann muss Deutschland wieder auf 1 sein. Ja klar, auf Platz 1 mit 93%. Dann kommt Schweiz und Österreich, immerhin. 2, 12 und 15 Aufrufe. Aber man kann ja auch Gruppen erstellen. Also ich habe jetzt hier Gruppen erstellt, zum Beispiel eine Minecraft-Gruppe. Ja, über diesen Search Protector. Geht mir auf die Nerven. Ich versuche das jetzt erstmal anzuklicken. Jetzt habe ich ja noch da alle meine Minecraft-Videos reingepackt. Da sind 30 Videos drin, 741 Aufrufe, 913 Wiedergabeminuten. Und da taucht hier auf Platz 1
Deutschland, dann Österreich und auf Platz 3 sogar Mazedonien. Ich weiß noch nicht mal selber, wo Mazedonien liegt, aber da ist auch so eine ungewöhnlich hohe die Wiedergabedauer in Mazedonien. Wenn ich das nämlich sortiere, da ist nämlich Mazedonien auf Platz 1 und Deutschland ist gerade mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8er Platz erst. Das ist auch mal interessant. Das ist die beste Zuschauerbindung in Mazedonien. Insgesamt war sogar Indonesien auf Platz 1, weil er 3x49 Minuten angeguckt wurde. Das natürlich auch sehr viele. Und diese Gruppe, die kann man natürlich noch bearbeiten hier. Ich habe jetzt zum Beispiel noch weitere Minecraft-Videos hochgeladen. Hier sieht man da Haken, habe ich ja Videos gemacht. Dann kann man einfach hier Ma Videos, die Minecraft, mit irgendwas mit Minecraft, sage ich mal, zu tun haben. Das sind alles Minecraft-Videos. So, jetzt kann man das auch bearbeiten. Da kann man alle Videos schon aufnehmen. Jetzt habe ich da ja die Videogröße ein bisschen vergrößert. 36 Videos. Das ist natürlich nicht als Playlist auf meinem Kanal, aber hier ist es immerhin sichtbar, was man hier gemacht hat. Und da ist natürlich Deutschland immer noch rot. Und blau meine ich. Ich weiß auch nicht, warum ich immer rot sage. Dabei bin ich jetzt gar nicht weitergekommen. Die Demografie gibt es zum Beispiel. Und da gibt es natürlich erstmal noch nichts. Deswegen erstmal auf Gesamt scheint es gerade nichts vorhanden zu sein. Genügend Daten. Erstmal seit Erstellung. Sonst direkt mal Übersicht nehmen. Wiedergabeorte. Möglicherweise unvollständig oder fehlen. Da sind die meisten Aufrufe hier das auf der YouTube-Wiedergabeseite. 9500 Aufrufe. Das ist jetzt meine gesamte Existenz meines Kanals. Da sieht man ja noch fast nichts. Da war ich noch sehr unbekannt. Da hatte ich teilweise wochenlang keine Aufrufe gehabt. Und dann stieg das hier erstmal an, deutlich durch diese Silvester-Videos. Dann ging es runter, war wieder hoch, und dann ging es langsam runter, wieder nachgelassen. Im März war ein Tiefpunkt, Anfang April, und dann steigt es erstmal wieder stetig an, und dann kam die WM-Orakel-Videos, und deswegen so hoch angestiegen hier. Dann war erstmal wieder Absturz, dann steigt es wieder leicht an, und dann geht es auch wieder runter. Aber es ist ein stetiger Aufwärtstrend hier in Sicht. Und da steht natürlich YouTube-Wiedergabeseite, die meisten. Dann steht hier auch auf anderen Websites eingebettete Player. Wurde auch am 1. März aktualisiert. Da ist mir so viel Geld. Da steht zum Beispiel Facebook.com sind die meisten Aufrufe. Dann kommt Undown, kennt man nicht. Plus von Google.com, Bing.com, Mashpedia.com, was ist das für eine Seite? Abwegig.net und lachschon.de. Die Seiten kenne ich gar nicht. Welche Videos da aufgerufen wurden, weiß ich jetzt leider auch nicht. Ich habe jetzt über 11.000 Wiedergabeminuten, 7 Tage und 17 Stunden. Die besten YouTuber, die haben teilweise hunderte Jahre Wiedergabezeit, seitdem sie existieren. Zum Beispiel bei Gronkh, glaube ich, dass sie 600 oder sogar tausende Jahre Wiedergabezeit haben. Weil die Videos einfach mehrfach gleichzeitig angeguckt werden. Also bei mir ist es natürlich nicht so, dass nicht immer von mir Videos angeguckt werden. Zugriffsquellen erstmal. Da steht natürlich am meisten YouTube-Suche, 4200 Aufrufe. Da steht hier unbekannt direkt YouTube-Kanalseite, immerhin 1000 Aufrufe. Davon auch die ganzen Wiedergabeminuten. Vorgeschlagenes YouTube-Video, YouTube-Playlist, externe Webseite, YouTube andere Funktionen, YouTube-Übersicht, Google-Suche, umbenannt, eingesetzter Player, externe YouTube-Video-Anmerkung. Hier gibt es also 12 Sachen bei mir. Es kann natürlich noch mehr geben. Dann gibt es hier noch die Geräte. Da steht das meiste ist Computer, aber auch ordentlich Aufrufe auf dem Handy. Das sind immer 29% Aufrufe, also das ist ungefähr zwischen Viertel und Drittel. Das ist immerhin schon viel. Aber die durchschnittlich meiste Wiedergabe ist halt dafür Spielekonsole, dass sich da nicht mehr anguckt.
Spielekonsole, Videospielgeräte im Fernseher angeschlossen wurden. Unbekannt und auch sogar TV-Aufrufe. Dass es sowas gibt, ne? Kann man natürlich auch hier Videos, sag ich mal, hier Silvester im Fernsehen, das mit den meisten Aufrufen, kann man hier auch noch anklicken. Das sieht ein bisschen komisch irgendwie aus. Da steht zum Beispiel Computer, Handy, Tablet, Unbekannt und TV. Das sieht man hier, da wird es anfangs sehr viel, weil da viele da aufrufen. Und dann geht langsam runter, es wird aber immer noch aufgerufen. Aus welchen Gründen auch immer. Und da kann man natürlich mit den Gruppen, was ich Ihnen gezeigt habe, auch machen. Dann gibt es ja auch Zuschauerbindung. Akkustand niedrig, also muss ich ihn anschließen. Dann schließe ich mal an. Da unten wird das Video jetzt wiedergegeben. Brauche jetzt nicht anzugucken. Da stehen organische Zugriffe. Direkt zu Beginn sogar über 100%. Wie sowas zu kommen. Der Wert kann zurückspulen und neues Ansehen kann zu Werten über 100% ausführen. Durchschnittliche Prozente Wiedergabe seit des Videos. Sogar über 100% bei Brasilien. Und wo ist Deutschland überhaupt? Deutschland liegt ja ganz weit unten. Also das Deutschland gar nicht mal überall Platz 1 belegt. Das ist ja Brasilien auf Platz 1. Wie kommt das überhaupt? 6 Wiedergabeminuten durchschnittlich 3 Minuten 5. Also 3 Minuten 5 Sekunden Wiedergabezeit. Das Video ist aber nur 3 Minuten und 2 Sekunden lang. Deswegen sind da über 100%. Und da sieht man hier, das ging da erstmal runter, dann steigt es hier an. Weil hier der Countdown ist. Und deswegen steigt es dann hier wieder an. Und da sind die meisten organischen Aufrufe. Weil da jetzt ja wechselt da ein Video. Da wechselt nämlich das. Und dann steht hier noch die relative Zuschauerbindung. Da steht 0 direkt zu Beginn überdurchschnittlich. Das geht runter durchschnittlich, dann unterdurchschnittlich. Dann steigt sie da an. Dann ist es hoch überdurchschnittlich und wieder ganz sehr hoch. Und nach dem Jahreswechsel stürzt das ab und dann ist es unterdurchschnittlich, dann geht es am Ende wieder hoch. Also auch sowas Interessantes. Dann gibt es noch Berichte zur Interaktion. Da habe ich keine Abonnenten und keine Abonnenten gewonnen und keine verloren, deswegen werde ich jetzt mal so machen. 24 Abonnenten habe ich bisher in der Zeit gewonnen, also ich habe also in der Zeit 24 Abonnenten bekommen. Insgesamt 38 haben mich abonniert, aber bei 14 haben gesagt, nee, wollen die nicht mehr sehen. Und hier kann man auch Wachstum anzeigen. Da sieht man hier auch 0%. Dann geht es hier auf minus 100% und dann geht es hier auf 100%, dann nur minus 100%, das meiste hier. Geht hier auch bis minus 300%. Dann haben wir also gleich zwei auf einmal deabonniert mindestens. Deutschland. 12 Abonnenten aus Deutschland, 2 aus Brasilien, 1 aus der Türkei, 1 aus Russland. Und ich weiß auch nicht, warum die mich da abonnieren. Das ist ja nur die Hälfte meiner Abonnenten kommt aus Deutschland. Wo wir eigentlich einen Wert von über 90% vermutet haben. Verlorene Abonnenten, 10 in Deutschland, 3 in Österreich und 1 in den USA. Positive und negative Bewertungen. Ich habe 93 positive und 42 negative. Und da sieht man hier auch die ganzen Bewertungen. Hier kann man es, glaube ich, leider nicht sortieren. Die Anzahl positiver beim Subtrahieren der entfernten von den hinzugefügten. Das sind 5 positive. Die meisten sind dann ja beim diesem WM-Orakel Deutschland gegen Argentinien. Das sind negative Bewertungen auch hinzugefügte zu entfernten. Interaktion insgesamt wiederum. Da waren auch hier Video, Geografie und Datum. Da sieht man hier auch zum Beispiel den Wert. Und das, bei den Abonnenten kann man es auch machen, aber ich will auch nicht, das Video nicht so lang machen. Das ist ja jetzt schon 19 Minuten lang. Kann ich nämlich hier unten sehen, wie lange das schon am Aufnehmen ist. Das habe ich jetzt so gut gemacht, dass ich das immer sehen kann, wie lange auch schon aufnehmen ist. Und erstmal die USA, die meisten kommen ja aus Deutschland, die Bewertungen. Und das beste Land ist ja eigentlich Brasilien, ist bei mir das Beste. Das sind 5 Daumen nach oben und 0 Daumen nach unten auf Brasilien. Und das ist das schlechteste Land.
Also die meisten Negativen kommen natürlich aus Deutschland, aber im Verhältnis her ist das schlechteste Finnland und Chile. Da ist nämlich ein Daumen nach oben und ein Daumen nach unten. Wo es hier eigentlich noch weitergeht, kann ja noch doch was geben. Noch schlechtere Länder. Was ich hier bei Singapur ganz merkwürdig finde, ist hier minus eine positive Bewertung. So, da, wie kann man da eine Minuszahl rauskriegen? Da kann doch eigentlich keine Minuszahl rauskommen. Da irgendwie spinnt das da ein bisschen rum, aber ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Negative Bewertung aus Irland, Ukraine, Sri Lanka, Ecuador, Ägypten und Republik Korea. Wir verstehen ja auch kein Deutsch. Aber das Ukraine ist ja dieses Krisengebiet. Aus der Ukraine, vielleicht kommt das davon her. Dass sie dann irgendwie meine Videos nicht liken wollen. Die meisten positiven Bewertungen 12. Juli. Immerhin 7. Die negativen, da habe ich ja immerhin, nein, leider 5 ab. Jetzt vorgestern erhalten. Das dauert ja immer 2 Tage. Favoriten kann man ja auch noch gucken. Ein Favorit wurde bisher bei mir hinzugefügt. Und keiner wurde bisher entfernt. Ich freue mich natürlich, wer mich da dieses Video favorisiert hat. Weiß ich natürlich nicht, aber ich will gerne, dass weitere Videos von mir favorisiert werden. Und das sieht natürlich ein bisschen komisch aus. 00111. Einfach mal sonst nach 01234, würde ich sonst YouTube vorschlagen. Dass der Balken einfach nur bis der 1 zu 1 geht. Und da steht das mit den hinzugefügten Favoriten über 000. So viele Videos. Eine Interaktion insgesamt. Das ist natürlich keine Zahl, aber vielleicht machen die da mal. Da kommen die Kommentare. 234 Kommentare. Das sieht mir erstmal 2013, ja, das ist erstmal eine ganze Weile kein Kommentar. Und erst am 3. Januar kommt der erste Kommentar. Da wird es langsam ein bisschen mehr, steigt an. Und da 27 Kommentare auf einmal. Die meisten Kommentare sind hier bei diesem Video Marika wie Freundescode. Da kann man natürlich immer jeweils draufklicken. Dann macht er das noch kleiner. Dann steht hier noch Teilen. Vor dem 14. November wurde das Teilen von Inhalten durch nicht angemeldete Nutzer bei der quantitativen Erfassung geteilter Inhalte nicht berücksichtigt. 14 geteilte Inhalte. Da waren ein paar geteilt worden, da waren auch, da war erstmal, da wurde noch fast nichts geteilt. Dann kamen hier 4 Stück kurz hintereinander und da wurde wieder monatelang nichts geteilt. Das war ja richtig heftig hier. Zwischen Anfang Februar und Mitte Juni, das sind ja 4 Monate lang wurde mir nichts geteilt. Dann kommt da immer vereinzelte Tage mit einem oder vielleicht 2 geteilten Inhalten. Dann tauchen ja auch die Anmerkungen auf. Ich habe 119 Klicks, 2,78% Klickrate, also von den insgesamt von den Aufrufen, 413 Schließungen und 7,44% Abbruchrate. Da kann man auch auf wieder jetzt klicken. Ich sag mal, ich klicke hier auf Western Fernsehen. Hier steht zum Beispiel: Bitte abonniert ihn. Da wurde natürlich viel mehr geschlossen. Also da ist ein sehr hoch. Bitte keine Dislikes. Da sind 18%. Danke für die 2000 Aufrufe. Wurde 5-mal geschlossen. Video darf aus urheberrechtlichen Gründen sind 23 Schließungen. Und diese Merkmale wird längst wieder entfernt. Die existiert schon seit einigen Monaten nicht mehr. Mein Kanal, bitte abonniert ihn. Vielleicht haben wir kurz da später nochmal angehängt. 14 Mal wurde da nur draufgeklickt, also so erfolgreich ist das nicht. Bitte abonniert ihn. Also ich will ja dazu sagen, bei Videos, die bei mir immer noch aufgerufen werden, dass wir auch zugleich Abonnenten kriegen, weil ich ja, da ich will ja mehr Abonnenten haben, das gelingt mir irgendwie nicht. Das mit den urheberrechtlichen Gründen, das war nämlich als Urheberrechtshinweise. Das erhält man immer wieder mal. Und jetzt hier bei diesem Video kann man natürlich auch noch das alles was machen. Hier ist das auch hier. In einem Video kann man dieses jeweils ja auch noch machen. Und man kann ja auch vergleichen. Also mal gegen diesen Video hier. Kann man hier sogar vergleichen machen.
Jetzt vergleiche ich ja irgendwie Abonnenten, aber ich will erstmal die Aufrufe machen. Da sieht man hier Aufrufe im Vergleich. Ja, erstmal, da sind die Aufrufe plötzlich viel, da hatte ich mehr Aufrufe gehabt. Und da hört es erstmal auf, weil das Video jetzt noch nicht länger existiert. 40 Tage bisher. Länger existiert bei mir dieses Video noch nicht. Deswegen, und das andere Video ist ja seit 229 Tagen oder so ist das schon. Ja, 229 Tage ist das jetzt schon. 13 Aufrufe, das ist schon ein bisschen wieder mehr. Aber es ist ja kein wirklicher Aufwärtstrend. Dann sieht man natürlich auch die Länder. Deutschland da die meisten, dann kommt hier Schweiz, hier Österreich, Polen, Slowakei und so weiter. Die ganzen Länder hier. Dass da überall aufgerufen werden muss. Was ich eigentlich sehr schön finde. Und gleich abbrechen kann man natürlich auch machen. Und ich habe ja, man kann ja hier auch Videogruppen erstellen. Dann kann ich den Gruppennamen eingeben oder die Videos hinzufügen. Auf Speichern klicken. Und dann ist erstmal eine Videogruppe erstellt. Und daraus kann man dann die Analytics machen. Und dann hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Ist zwar jetzt schon 26 Minuten lang, aber ich hoffe, dass euch das trotzdem gefällt. Dann gebt dafür hier einen Daumen hoch. Bitte jetzt keinen Daumen nach unten, weil ich ja schon so viel auf einmal befestige. Mein Verhältnis so viele auf einmal erhalte. Nochmal auf meinem Kanal, ich erhalte so viele auf einmal. Das ist jetzt vorgestern letzte Analytics, sagt die meisten negativen Bewertungen. Deswegen erstmal bitte Daumen nach oben und nicht nach unten. Dann teilt das Video am besten auch mal und ein Abo da lassen würde ich auch gerne wünschen. Und außerdem plane ich auch ein 200 Video Special. Das sind ja nur noch 6 Videos, also 5 Videos hochladen und dann werde ich mich auch das 200. Video Special vorbereiten. Dann erstmal ciao, bis zum nächsten Video und tschüss bitte.